Hallo Guys, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Ledge der Versun. In diesem Part haben wir diesen Lurkend aufs Maul und den Varan. Und dann... Boah, Alter. Muss ich ja aufstoßen. Und dann gehen wir zu Geoff, erstatten einen Bericht, dann suchen wir nach den Novizen. Es steht vieles an. Und im besten Fall craften wir in diesem Part auch noch unsere neue Rüstung. Denn da sehe ich mich auf jeden Fall auch. Oh. Oder das Spiel stürzt einfach ab. Das kann auch passieren. Durchaus. Lass mal kurz neu starten. Moment. warum? Das stand einfach out of memory, Leute. Nee, gibt's nicht mehr. Saven. Boah, ist schon bitter, wenn's beim Speichern abkackt, Alter. Das ist stressig. Oh goddammit, falscher Spielstand, Moment. Fängt schon mal stark an, der Part, ihr merkt das schon. Eigentlich habe ich alles nochmal hochgesetzt, sodass er eigentlich mehr Memory haben sollte, als in den Standardeinstellungen. Deswegen, das wundert mich eher. Ich speichere mal trotzdem hier nochmal. Hoffentlich kackt das nicht ab. Ne, geht, okay. Boah, hoffentlich passiert das nicht, das gleiche wie bei Odyssey damals. Wo es auch mal out of memory war und ich einfach nicht mehr weiter spielen konnte. Und was stressig. So, hauen wir erstmal den Varan aufs Maul. Das ist der Plan. Also drüben ist eh junge Lurker. Ist aber so nicht so interessant für uns. Ja, einfach aufs Maul und dann ist gut. Finde ich auch cool, dass man das bei den Lurkern in der Färbung sehen kann. Das sind ziemlich viele Teile in diesem Game. Und ich appreciate das sehr. Schnappen wir uns erstmal das Zeug aus ihm hier. Ich muss mal ein bisschen, ja genau, unter meinen Rock gucken. Stark. Das ist der sexy Shit, für den wir hier sind auf jeden Fall. Boah, hier sind so viele Biester. Geil, Alter. Scheiße, das ist auch ein Feuerlurker. Feuerwaran. Lurker. Lurkerwaran. Stimmt, Feuerlurker. Es gab früher immer nur Feuerwarane. Kein Wunder, dass ich so verwirrt bin in meinem Leben. Okay. Schnappen wir uns noch den Bruder da drüben. Mal rein. Einzeln gar kein Problem. Aber wenn dann mehrere kommen, dann sehe ich nicht, dass wir da viel Chancen haben eigentlich. Auch hier läuft nicht, ne? Ist jetzt nicht so geil, was hier passiert. Hoffentlich gewinnen wir diesen Kampf. Mann, ey. Ja, komm mal runter zu mir, mein Sohn. Ein Crit wäre jetzt echt geil. Das Ding. Oh Gott. Mach nicht diesen Varan, Kun. Okay, ich hau rein. Das war keine gute Idee, da rückwärts zu schwimmen. Mann! Ich glaube, das Problem war, dass er oben stand. Das ist, glaube ich, mit den Hitboxen so, dass wenn du oben stehst, du eine bessere Chance hast, den Gegner zu verletzen. Oder zu treffen. Deswegen, wir gehen jetzt lieber hier hin. Und jetzt sind wir mal auf Augenhöhe, du Arsch. So, immer rein. Ja, das sieht doch schon mal ein bisschen besser aus. Immer rein in den hässlichen Varan. Okay, das hätte ganz schön böse enden können. Hat es aber nicht. Alles easy. Immer rein mit den Trinken. Ich meine, wir brauchen eh auf jeden Fall noch ein Level Up. Für 30 auf zwei Hand.
Es wäre... ist vielleicht nicht dumm, wenn wir uns um diese Viecher hier kümmern, so gut es geht. Auch wenn das ein bisschen dauern kann und wird. Also schnappen wir uns auf diesen Lurker hier. Lurker sind tatsächlich in diesem Spiel nicht so krass wie Varane. Was cool ist. Warum auch immer. Normalerweise in Gothic 2 ist andersrum. Meine ich. Eine gute Crit, sehr schön. Immer rein in den Lurker. Boah, wenn wir Kämpfer, 200 Kämpfer, ne? Unser Leben wäre so einfach, Alter. Oh, die fressen da jemanden. Lol. Die fressen da irgendwen, Bruder. Wir müssen den retten. Ist das ein ausgewachsener Lurker? Ja, scheiße. Habe ich irgendeinen krassen Zauber für die? Die Wasserfaust, ne? Keine Ahnung, ob das cool wäre. Wir könnten es mal probieren, theoretisch. Aber ich will mich auf jeden Fall vorheilen davor. Wir speichern das nochmal. Und dann immer rein. Wow, dein Ernst, Bruder? Einfach dann einfach in die Erde rein. Schön. Probieren wir es erneut. Mich würde schon interessieren, wen die da fressen. Yo! Yo, ganz ruhig. Ganz ruhig, Kinder. Oh, scheiße. Warte mal. Okay, können wir jetzt erstmal um ihn hier, schätze ich. Das ist jetzt unser Leben. Solange es nur einer ist, ist alles easy. Ah, der Varan da drüben wird mir trotzdem Probleme machen, glaube ich. Müssen wir doch mal gucken. Ist hier vielleicht die Armbrust oder die bessere Wahl? Kann das? Ja, nee, eigentlich nicht. Eigentlich so gar nicht. Also gerade so genügend, damit wir hier nicht sterben. Scheiße. Nicht zu hoch. Okay, immer rein mit den Tränken, Leute. Die können wir selber craften, das ist gar kein Problem. Okay, wir speichern nochmal. Oh, ja gut, können wir jetzt erstmal den Arsch da drüben. Aber wir machen mal diesen hier. Oh, warte. Weil da, damit können wir den richtig gut verarschen. So können wir den hier hinschlagen zur Wand. Und dann gibt es einfach nur auf die Fresse. Und der Mann kann einfach nichts machen. Varan, ich sehe, dass du verkackt hast, Bruder. Du bist jetzt tot. Schön, dich gekannt zu haben. Hau rein. Tschüss. Hier noch irgendwas? Das? Noch ein Varan. Ich glaube, ich hätte den auch gerne so getötet. Oh, yo, what? Komm, war Mäuschen vorbei. Problematisch. Ist mir, glaube ich, egal. Ich glaube, ich will einfach den Varan auf die Fresse hauen. Also rennen wir dahin. Scheiß auf das Mäuschen, wenn juckt's. Dafür ist dieser Laufschlag halt einfach tatsächlich gut. Dass man die Varane einfach direkt in die Ecke schlagen kann. Und einfach komplett zerstören kann, die Jungs. So. Okay. Das sind halt einige Mäuschen tatsächlich. Kaum, ob ich Bock drauf habe, aber wir speichern nochmal. Ja Leute, ich weiß, ich speichere viel. Aber das ist auch wichtig im Leben. So, tschüss Mäuschen. Oh, lecker Rattenfleisch. Oh, das packe ich mir in meinen Eintopf. Ah, wer hat die gekillt? Das ist die Frage, die ich mir jetzt stelle. Egal. Können wir jetzt mal um diesen Arsch da drüben. Oh, nee. Erstmal der Varan. Weil wenn der Bock auf mich hat, dann ist es auf jeden Fall einer weniger, um den ich mich gleich kümmern muss. Ich hätte wahrscheinlich gegen drei von diesen Viechern kämpfen müssen. Das
ist dann eigentlich besser, als wenn da noch mal ein Baran dabei wäre. Oh, der ist sogar jung. Okay, der Junge ist einfach fucking tot. Die Lurker sind auch jung. Nur der Feuerlurker, das ist ein Arschloch. Der ist erwachsen. Keine wachsenden Lurker nicht leiden. So, tschüss. Okay, wir gönnen uns auf jeden Fall noch mal ein bisschen Feldräuberfleisch. Da sehe ich mich auf jeden Fall. Speichere noch mal. Und dann mit der Wasserfaust in sein Arschloch. Gib ihn. Oh, der kommt alleine. Aua. Oh, ich sterbe. Ich sehe sein Leben nicht mehr. Fuck. Hab keine Ahnung, ob das überhaupt irgendwas gebracht hat. Aber wir versuchen es nochmal. Stressig, Leute. Einfach nur stressig hier zu kämpfen. Als ob, habe ich nicht gespeichert, als er gestorben ist? Och, Mann. Ach, Vergangenheitsdogra, Junge, lern doch mal aus deinen Fehlern, ja? Wenigstens kritten wir den jungen Varan jetzt erstmal. Das finde ich schön. Immer rein. Goddammit. Warum Bolzen? Wie ist der denn hierher gekommen? So, wir beißen mal hier rein. Und dann probieren wir es nochmal. Wir speichern nochmal, Leute. Ich weiß. Speicher halt 80 Mal, ist okay. Und dann in den Jungen rein. So, dann hätte ich gerne Eisenpfeil. Weil den geht's einfach noch richtig gut. Scheiße, Leute. Den geht's einfach noch übertrieben gut. Wie kriege ich den denn tot? Fuck, Mann. Das ist problematisch. Ja, probieren wir das nochmal, Alter. Vielleicht versuche ich doch mit dem Nahkampf das zu machen und den irgendwie gegen die Wand zu bretschen oder so. Ja, fick dich, du scheiß räudiger Lurker. Stinkst. Deine Kinder bringe ich auch um. Oh fuck, das hat so viel Schaden gemacht, Mann. Okay, wir dürfen einfach noch nicht einmal noch getroffen werden, dann ist alles cool. Da sehe ich mich auf jeden Fall. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Fuck, Mann. Weh, das Gift tötet mich jetzt. Dann bin ich richtig mad. Oder Gift, mach nicht diesen. Hör einfach auf, Mann. Scheiße, als ob. Oh, vielleicht doch noch einen anderen Zauber, damit er helfen kann? Glaubt ihr, ein Snapper kann so ein Vieh besser töten? Also, er könnte sie an einen verwandeln, theoretisch. Ob das so klug ist, aber wir könnten. Was geht denn noch so ab, mein Repertoire? Schlaf wird nichts bringen, das auch nicht. Windfaust? Nee, da sehe ich mich auch nicht, um ehrlich zu sein. Wir probieren mal die Snapper-Sache. So, wir können ja mal hier hinrennen. Eigentlich will ich in ihn beißen, nicht in den kleinen Lurker, aber wir machen einfach gar keinen Schaden. Nein! Snapper sind nicht so krass. Wir hätten es halt fast geschafft mit der Wasserfaust, ne? Ich würde das schon gerne jetzt machen. Komm, wir probieren das einfach nochmal. Immer rein. So, vielleicht. Kann ich ihn bitte anvisieren in meinem Leben? So, schon mal stark. Jetzt haben wir rein. Wir können es vielleicht doch helfen lassen, oder? Weiß ich nicht. Im schlimmsten Fall kann ich ja echt zu den Wachen da rennen. Mich darum kümmern. Scheiße, natürlich erwischt er mich direkt, okay. Oh ne!
Wir sind, glaube ich, jetzt schon im Range des Giftes, oder? Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Wäre problematisch. Okay. Das ist natürlich jetzt übertrieben, Lucky. Hoffentlich klappt das, bevor das Gift uns umbringt. Warte mal, Bruder. Lecker. Als ob. Nein, ich kriege nicht mehr ins Visier. Scheiße. Oh, nee. Oh, Bruder. Okay. Wir waren kurz davor. Wir schaffen das, Leute. Da bin ich fest von überzeugt. Probieren wir es einfach nochmal. So, komm ruhig her, Bruder. Ich kann aber durch den Baum schlagen, was cool ist. Das kann er nicht. Das hätte ich früher ausnutzen müssen. Oh, scheiße. Ja, immer rein. Komm noch ein bisschen zurück gegen die Wand. Du Arsch. Ja, genau. Fuck. Ich schaff das noch, Leute. Ich schaff das auf jeden Fall noch. Ich fühle es in meinen Knochen. Dieser Feuerlurker wird sterben. Klar, wäre es cool, wenn wir zwei Wasserfäuste hätten. Aber egal. Das wird schon passen. Oh, und rein, Alter. Geil. Es juckt ihn halt auch gar nicht, ne? Diese Scheiße. Oh, komm. Was war das denn für ein Try, Alter? Oh. Let's try again. So. Immer rein. Scheiß mal, übertrieben krass. Auf die Eispfeiler. Komm schon, nein, ich hab das Timing verkackt, jetzt sterben wir an Gift. Oh Leute, wir sterben jetzt an Gift. Oh. Bin ich tot? Ja, okay. Scheiße. Es ist halt immer so knapp, Mann. Lass mich doch einfach das Vieh töten jetzt, Mann. Auch wenn die Leiche, die der da anknabbert, jetzt überhaupt nicht wichtig ist. So, ich will die Erfahrungspunkte, Mann. 220 Erfahrungspunkte ist richtig viel, Mann. Probieren wir es nochmal. Ja, getroffen. Geil. Aber hier zu dem Baum rennen ist, glaube ich, nicht dumm. Boah, wenn ich jetzt ein bisschen Crit-Luck auch hätte, ne? Das wäre übertrieben. So, immer rein, immer rein. Scheiße. Scheiße. Ich bin halt auch so langsam mit diesem Fuckstock. Wir rennen weg. Okay, doch nicht. Scheiße, Mann. War nicht so. Bruder, muss ganz dringend los. Doch, ich musste nicht dringend genug. Das fuckt mich so ab, dass wir so oft laden müssen. Aber ich will den tot sehen. Ich will ihn einfach nur tot sehen, diesen Mann. Oder diese Frau, wer weiß. Ich kenne mich nicht aus mit Lurker-Genitalien. Ah, ich weiß, es ist ganz schön süß aussieht, dieses kleine Schnäuzchen. Nevermind, ich hasse dich. Oh, Bruder. Das Ding ist, wir haben jetzt schon so viel Zeit hier verbracht, ich will nicht aufgeben. Es hat mich ein kleiner, aber feiner Ehrgeiz gepackt. Dieses Fuck, wie wird sterben? Ich sag's euch. In diesem Part, ja.
Habe ich getroffen? Ja, cool. Okay. Das können wir eine Weile lang machen. Das finde ich gut. Alles entspannt. Oh, scheiße. Bleib doch einfach an dem Baum, Alter. Du Arschloch. Das Gift wird mich wieder töten, oder? Ja. Safe, Bruder. Einfach nur safe. Ich bin tot. Bin gar kein Fan von diesem Gift. Ach, scheiße. Gibt's denn nicht was anderes, was ich noch machen könnte? I don't know. Wir können natürlich auch einen richtig feigen machen. Probieren wir das mal. Einfach rein und jetzt hau ich rein. Achso, ja, stimmt. Ich habe ja dann direkt die Eispfeile, ne? So, dann gehe ich wieder. Rennst du mir hinterher? Komm, sei brav. Du bist nicht ein fucking Lurker. Ich habe ein paar Eispfeile. So easy, ey. Einfach eine andere Strategie, einfach ein richtiger Feigling sein und schon hat man das leichteste Leben der Welt. Boah, und ich sterb hier 38 Mal, Alter. Wie so ein Arsch. Hey, hattest du nicht noch einen Freund? War der nicht zwei? Oh, das ist ein normaler Lurker. Okay. Aber der ist ja so farmt wie jung Lurker. Krass. Da hat das wohl damit doch nichts zu tun. Ja, oh, heftig. Kleiner Lurker-Boy. So, tschüss. Was eine Geburt, hier einfach alles zu klären. Toter Dieb. Oh, das Stahlpaket. Lol, ich hab's gefunden. Hey, ich bin ja voll der geile Typ. Ja. Was war's dann mit diesen Scheißviechern? Okay. Dann können wir das Startpaket auf jeden Fall erstmal abgeben und auch mit den einen Boy reden, mit Geoff. Und vielleicht ist ja auch der Bote aufgewacht und es geht ihm wieder besser. Das wäre cool. Der Dieb ist tot. Gut, dann müssen wir nicht mehr hier hindurchsuchen. Bring das Paket zurück zum Lagermeister, aber vorher solltest du Geoff Bescheid sagen. Ja, mache ich, Bruder. So, hallo. Lebt der Boy noch? Der Dieb ist tot. Hervorragend. Dann muss ich den Hafen nicht mehr mit meinen Leuten durchsuchen. Wie ist er eigentlich gestorben? Einer der Turmwachen hat ihm einen Bolzen in den Rücken gejagt. Diese Verletzung war so schlimm, dass er den Varanen nicht mehr entkommen konnte. Ein langsamer Tod. Aber wenigstens ist der Dieb tot und kann kein Unheil mehr anrichten. Bring nun das Paket zum Lagermeister. Geht's dem Boten wieder besser? Ja, schon wesentlich. Das Gift war binnen weniger Stunden neutralisiert und jetzt ruht sich der Mann aus. Geil. Ich danke dir nochmals für die gute Arbeit. Was möchtest du als Belohnung haben? Nimm den Gürtel, ein paar Münzen. Ich brauche keine Belohnung. Ich habe noch keinen Gürtel. Gib mir einen Gürtel. Ich nehme den Gürtel. Was kann er denn? Das kannst du dann ja selber herausfinden. Oh nee, das ist ja voll scheiße. Ich will kein Dex. Ah, ich habe jetzt nicht davor gespeichert, ne? Oh, Bogentalent 20. Ja, den verkaufen wir. Danke. Hat der Typ noch was zu sagen? Liegt er da noch unten? Ey, Bruder. Oh, nee, er liegt da wohl nicht mehr unten. Bist du das? Nee, hey, ne? Du. Machst du nichts anderes als arbeiten? Wenigstens muss ich so lange nicht nach draußen. Und die anderen lassen mich in Ruhe. Glaub mir, es ist mir wirklich recht, hier zu arbeiten. Okay. Besonders glücklich kommst du mir nicht vor. Ich freue mich auch gerade mit dem Gedanken an, hier auf dem Tisch zu schlafen. Wieso das? Naso und Hervis haben sich mal wieder einen kleinen Spaß erlaubt.
und im Keller eine Ratte ausgesetzt. Ich ekel mich vor Ratten. Also werde ich hier wohl schlafen müssen. Ich kümmere mich drum. Junge. Ist der Rekrut erlangt von der Ratte. Er ist ein Arschloch. Eigentlich, die kriege ich jetzt auf die Fresse. Da ist nichts zu holen. Ja, ich will den Helm haben gerne. Ah, egal. Lass gehen. So, Junge. Hey, du. Du kannst schlafen gehen. Ist die Ratte weg? Jedenfalls lebt sie nicht mehr. Danke. Hier nimm als Dank meinen Besen. Mehr kann ich dir nicht geben. Wenn ich ausgeschlafen bin, werde ich Naso eine kleine Lektion erteilen. Ja. Was hast du vor? Ja, ich habe mitbekommen, wie sich Naso und Herbes unterhalten haben. Naso schwärmt für diese Isere, ein Händlerin im Hafen. Zu mir hat er immer ein so großes Maul, aber er traut sich nicht, sie anzusprechen. Ich habe schon einen kleinen, aber feinen Brief geschrieben. Von Naso an Isere. Aber wie soll ich sie unterjubeln? Hier, nimm, du schaffst das schon. Wow, okay. Wieso bist du überhaupt Rekrut? Gute Frage. Mein Vater dachte, das Militär würde einen echten Mann aus mir machen. Also bin ich hier gelandet. Als Hausfrau. Wenn du es so siehst, Kämpfer und Waffen sind nichts für mich. Vielleicht bin ich wirklich zu weich. Oh ja, es gibt auch andere tolle Dinge im Leben. Ich würde nur gerne mal kurz gucken und den Liebesbrief natürlich lesen. Jeden Tag sitze ich einsam auf meiner Bank und beobachte dich. Ich kann meine Gedanken und Blicke nicht von dir lassen, denn du bist die schönste Frau, die ich je gesehen habe. Und dein Anblick setzt meinen gesamten Körper unter Druck und bringt mich fast zum Zerbersten. Mein gesamtes Leben hat nur noch den Sinn, dich zu erobern. Deshalb werde ich auch morgen wieder auf meiner Bank sitzen und auf dich warten. Vielleicht erfüllt sich mein Traum und du, die strahlende Göttin der Vollkommenheit, schenkst mir einen Moment deiner Aufmerksamkeit. In Liebe, dein Natsu. Oh, wir sind den aufgetragen. Aber um ehrlich zu sein, ich glaube, er tut ihm eher damit einen Gefallen. Egal, gehen wir erstmal das Paket ab. Dafür bekommen wir bestimmt auch noch ein paar Erfahrungspunkte. Mann, das ärgert mich mit dem Gürtel. Ich hätte einfach was anderes nehmen sollen. Hey, du Arsch. Ich hab dein Paket. Ah, gut gemacht. Ich hoffe mal, dass sowas nicht nochmal passiert. Hast du nicht noch vergessene Schätze in deinem Lagerhaus? Ich weiß, was du denkst. Nein, ich hab nichts für dich. Warum überhaupt die mir? 52 Erfahrung, ja, das ist nur ein bisschen weniger als für diesen Feuerlurker, den wir ganz ehrenhaft und ehrlich auf männlichste Art und Weise getötet haben. Oh Mann. Geh mal zu dieser Isere. Hallo. Oder kann ich auch dazu sagen? Weiß ich nicht. Was mache ich denn jetzt? Es gibt nichts Negatives. Wo ist die Rache? Ja, let's go. Irgendwas Neues im Sortiment? Sie selbst. Oh, lecker. Oh, lecker. Oh, lecker. Ich würde gerne ein paar Dinge verkaufen. Du kriegst erstmal den Liebesbrief zugesteckt, ne? Sehe ich auf jeden Fall. So, Brief. Besen. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Den dummen Gürtel, den will ich halt echt nicht haben. Du kannst die Scheiße behalten, Frau. Ja, was verkauft man noch so? Komischen Pfeile können auch alle weg. So, dann gib mir alle die Riche, Maschallah. Salze können wir nicht die haben? Nee, ich glaube nicht. Okay. Ja. Ich habe dich beobachtet. Du hast die Serie den Brief untergeschoben. Und? Ich bin dir einfach nur sehr dankbar. Ich weiß zwar nicht warum, aber durch diesen Brief man muss hat sich für uns alles was verändert. Man so rum erzählt. Ein paar Roperi würden reichen. Die sollst du haben. Hier, nimm. Danke, Digi. Ja, korrekt. Wir haben den Jungen einfach geholfen. Keine Ahnung, Mann. Entspanntes Leben. Okay.
Scheiß auf Rache. Liebe ist viel stärker, Leute. Das könnt ihr heute mitnehmen aus dem Part. Weil ich würde vorschlagen, wir scheißen auf den Hausfrau-Rekruten und gehen nach den Normiten suchen. Sag gar nicht sowas. Oder hat er noch was zu sagen? Hey, du. Der Brief ist überbracht. Dann bin ich mal gespannt, wie sie reagiert. Hier, hast du ein paar Rupere, die ich gesammelt habe. Ja, danke. Tschüss. Idiot, Alter. Riesen, mit vielen gefährlichen Viechern. Okay. Dann steppen wir mal darüber. Ich esse nochmal ein paar Äpfel, würde ich sagen. Lecker. Immer her mit der Stärke. Und Pilze müssen wir auch wieder wegfressen. Immer rein, Leute. Immer rein. Ich hab Bock auf das geile Mana. Mana for free. Sehr schön. Boah, ich bin richtig stolz auf mich, dass ich diesen Feuerlöcker gekillt habe, Leute. Maschine einfach. Aber wir brauchen immer noch einiges bis zum nächsten Level Up. Leider. Noch gute 3000 und ein paar gequetschte. Das ist nicht wenig, ne? Die Frage ist doch, was wir jetzt damit machen, genau. Weil, ja, wenn wir die Novizen nochmal wiederfinden, das gibt uns auch nochmal ein paar Erfahrungspunkte, aber ich glaube, klug wäre es auch, hier mal durch die Wälder zu streifen und alles umzubringen, was wir so sehen. Aber davor möchte ich mir auf jeden Fall die geilere Rüstung machen. Das können wir ja jetzt tun. Die Nietenrüstung. Hey, voll die Niete. Egal, reden wir erstmal mit den Jungs an dem Wachturm. Vielleicht können die ja nochmal ein bisschen was erzählen. Hallo. Hast du den Jägerlehrling Heinrich gesehen? Heinrich? Nein, der war in letzter Zeit nicht hier. Vor einem Mond ist er eben da vorbeigekommen. Und sonst ist nichts Außergewöhnliches passiert? Jetzt, wie du es sagst, fällt mir was ein. Spuck's aus. Letzte Nacht habe ich aus dem Norden einen lauten, langgezogenen Angstschrei gehört. Ich habe mir natürlich sofort einen Mann geschnappt und bin in diese Richtung gerannt. Doch ich konnte niemanden sehen. Es war aber auch schon sehr dunkel. Okay, jetzt ist natürlich die Frage, wo Norden ist. Könnte das Heinrich gewesen sein? Durchaus möglich. Es war eine junge Stimme. Auf dem Rückweg zum Turm ist uns jedoch ein Monster unter die Klinge gekommen. Was war es denn? Ein Mole Rat. Also, willst du mir erklären, dass er vor einem Mole Rat Angst hatte? Wer weiß. Wir sind ihm nicht weiter gefolgt, weil es viel zu gefährlich ist, sich nachts durch Unterholz zu bewegen. Am nächsten Tag bin ich nochmal hin. Doch außer dem toten Mole Rat und ein paar Scavengern, die sich an der Leiche gut taten, war niemand zu sehen. Ist hier neulich ein Novize vorbeigekommen? Die Torwachen am Hafen haben mich zu dir geschickt. Keine Ahnung, was du meinst. Wir sind nur in letzter Zeit einige Banditen herumgeschlichen. Aber einen Novizen habe ich nicht gesehen. Ja, problematisch, Alter. Und jetzt? Schreiber kann die Heinrich scheint nach Norden, also in Richtung des Holzverlagers bei Triss geflüchtet zu sein. Expedition. Schönes Geschenk. Schmuck, kleiner Blumen, ich werde schon irgendwas finden. Ich könnte ja auch ein Kleid schneidern, theoretisch, ne? Für die eine Frau. Ah, also, sag mir, dort nur wie zum Ball kommen ist. Da müsste ich ihn doch für kurzen Wegschritt zwischen Hafen und Wachturm finden können. Da ein betrunkener Zustand aufgebrochen ist, kann er nicht weit gekommen sein. Ich sollte nochmal zurückgehen und dabei die Wegränder genau untersuchen. Ja, sollen wir das mal machen? Ach komm. Why not? Das machen wir auf jeden Fall nochmal. Ja. Dann gucken wir uns hier doch nochmal ein bisschen um. Die Wegränder. Schauen wir mal, was hier noch so abgeht. Ich höre auf jeden Fall einen Dog. Ich sehe auch einen Dog. Ich höre Goblins. Ich sehe keine Goblins.
schwierig. Kommen wir jetzt erstmal die Dogs. So, tschüss, Dogo. Immer rein. So, wunderbar. Dann suchen wir mal nach den Goblins. Vielleicht haben die Goblins ihn sich auch erwischt. Keine Ahnung. Da ist ein Keiler, der da rumrennt. Allgemein, ich glaube, der Wald hier ist ganz schön groß. Ich sollte mal speichern. Auf jeden Fall noch ein paar Keiler. Geh mal rein. Das ist aber auch richtig gut immer. Mit der Armbrust. Wunderbar. Ah ja, aber wir bekommen immerhin ein Armbrust-Level ab. Oh, scheiße. Junge. Die Maus wieder, ne? Ich schieb einfach so viel auf die Maus, Leute, aber ist echt so. Weil, ich meine, so spielt ja keiner, dass ich das so mache und so. Wo sind die Goblins, Bruder? Oh, in der Höhle da. Geil. Warte, hier ist noch Feuerkraut. Das nehmen wir mit. Oder Feuerwurzel, meinetwegen. Jetzt haben wir hier einen guten Feldblüterich. Ich denke, ich gehe da mal rein. Was kann schon schief gehen, hä? Scheiße. Oh, ein grauer Wolf. Okay, ich dachte kurz, es wäre ein Wag. Dann hätte ich ein Riesenproblem. Aber wenn es nur ein Dog ist, alles okay. Da ist noch ein Varan. Ja, easy peasy. So. Okay, lass mal reingehen. Hier ist einfach gar nichts, Mann. Hä? Ich hab doch Goblins gehört. Ah, ist seltsam. Schätze, wir gucken einfach mal weiter in die Richtung. Oh, da ist ein Schattenläufer, ne? Gar keinen Bock auf den. Da ist noch etwas Wasser, also alles gut. Da ist noch ein Dog. Nee, auf den Schattenläufer habe ich ja 0,0% Bock. Wir hauen lieber wieder rein. Oha, das kleine Vieh wird da gejagt. Komm, wir helfen dir mal. Oder wir schnappen uns selber die Erfahrungspunkte. Ha, was jetzt, ihr Hunde? Oh, scheiße, da kommt noch ein Varan. Oh, das sind zwei Varane. Oh, Bruder, wir müssen los. Das ist problematisch. Oh, ich kann niemals schneller rennen als die Varane. Ich hoffe, die lassen mich einfach in Ruhe. Scheiße, ey. Man hört hier wieder Goblins. Okay, wir leben. Das ist gut. Essen wir noch ein paar Pilze. Pilze sind einfach meine Freunde in diesem Spiel. Da ist auf jeden Fall noch ein paar nice Fey-Träuber. Was haben wir hier? Oh, okay, gar nichts. Ich habe auch das seichte Gefühl, um ehrlich zu sein, dass wir eventuell, möglicherweise, den Novizen nicht hier finden werden, sondern näher am Weg. Deswegen, ich sollte mich vielleicht dort ein bisschen umgucken. Also wieder zurück auf den Weg gehen. Wenn ich ihn jemals wiederfinden würde. Okay, ich sehe schon. Ja, komm her, kleiner Feldräuber. Wir hauen dir schon auf die Fresse. Das sind auch wieder ganz viele. Keine Ahnung, wir töten einfach mal alle. So, tschüss. Oh ja, wir können auch deren Zangen jetzt nehmen. Cool. Bringt alles Geld. Ja, kommt her, ist alles Erfahrung, die wir brauchen.
Baut halt richtig viele Erfahrungspunkte noch, deswegen, das ist ganz angenehm, sich da zu nehmen, glaube ich. Bei den Jungs hier. Zweimal können uns schon richtig Probleme machen, wenn wir nicht kritten, ne? Und wenn meine Maus sich gegen mich verschwört. Das ist dann schon schwierig. Ja, verreckt, Arsch. So, okay, hat auch noch 3 Stunden gedauert. Stark. Wir heilen uns erstmal. Sollte nur kommen. Wenn wir uns hier heilen, ist erstmal alles okay. Einer ist ja echt gar kein Problem, weil das einzige Problem war, dass der andere uns die ganze Zeit reinballern konnte, aber der kann das alleine ja nicht machen. Scheiß Feldräuber. Boah, ey, wenn wir erstmal Kämpfer sind in Zweihand, das wird so geil. Ich glaube, wenn ich ein Level up bekomme, renne ich auch direkt zu Kaserne und macht mich auf 2-Handkämpfer. Das ist mir wichtig im Leben. Ich weiß nicht, haben wir sonst eine Fleischbrüherei? Jo, lecker. Wie viel Mana habe ich eigentlich? 43? Jo. Die Pilze haben uns hier richtig gut getan, ey. So. Tschüss. Da ist noch einer. Wir schnappen uns all diese Drecksviecher. Immer schön rein. Ach so, der Stab gibt uns ja auch Mana, ne? Stimmt. Kein Wunder, dass wir so viel Magie haben. Der Stab gibt uns ja auch nochmal Mana. Ich glaube 20 sogar oder so. Das ist schon richtig gut. Man, so eine geile Waffe, ey. Macht einfach mehr Schaden als die Axt. Und gibt uns Mana. Optimal. Sieht's aus. Okay, nur 10 Mana tatsächlich, aber trotzdem gut. Trotzdem auf keinen Fall schlecht. Was bist du? Oh, das ist so ein alter. Alter, großer Baba-Feldräuber, der kriegt auch nochmal auf den Sack. Den kriegen wir. Okay, Moment. Was ist da hinter ihm? Goblins, okay. Die Feldräuber haben sich aber mit Goblins angefreundet, das ist übel süß. Wenn die Mucke wieder übel ballert. Ah. So, gehen wir jetzt noch einen Schinken. Noch das Zeug hier. Lecker. Immer schön rein. Schnappen wir uns noch die kleinen Gobos. Die sollten wir eigentlich platt kriegen, bilde ich mir ein. Sehr schön. Sehr schön. Ah, komm, kleiner Gobo. Solange wir nicht Elite-Goblins oder Goblin-Krieger sehen, ist alles okay. Solange nur diese kleinen Fratze sind, juckt nicht. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Okay. Machen wir uns noch einen Trank rein. Wir können mal wieder welche craften eigentlich. Theoretisch. Aber wir haben so viel Heilung. Juckt eigentlich eher nicht. Ah, no. Oh, hier geht's aber so gar nicht rein. Ich dachte, hier geht's noch richtig weit rein. Europäerin. Heilung wird das sein. Ein Schwert. Ein grobes Breitschwert. Übel geil. Juckt zwar nicht. Dafür bekommen wir auch nicht so viel. Aber auf jeden Fall besser als gar nichts. Kann man trotzdem verkaufen. Aber es dauert inzwischen richtig lange, bis wir 2 Handlevel abbekommen.
Da sind wir eigentlich 2 und 10, ne? Vielleicht geht das ab auch nur bis 10. Und danach nicht mehr. Das könnte ja gut sein. Oh, hier sind wir jetzt unter der Brücke, ne? Oh, yo! Es geht! Was machst du denn hier? Ich? Ich bin Issa. Was ist los? Wo bin ich hier? In der Nähe des Hafens. Aber wie bist du hierher gekommen? Eigentlich sollte ich für Parashore Pergamentblätter im Hafen kaufen. Das habe ich auch gemacht. Da war es an dem Tag schon zu dunkel, um zum Kloster zurückzukehren. Da bin ich in die Taverne gegangen und habe mich ordentlich betrunken. Da bin ich wohl eingepennt und Leva hat mich dann vor die Tür gesetzt. Morgens wollte ich dann zum Kloster gehen. Unterwegs wurde ich aber von Banditen überfallen und ausgeraubt. Ich konnte nichts machen. Ich war ja immer noch betrunken, sodass die leichtes Spiel mit mir hatten. Nachdem die Banditen von mir abgelassen hatten, bin ich in der Dunkelheit die Böschung hinabgepurzelt und war dann wohl lange Zeit bewusstlos. Mit viel Mühe gelang es mir, wieder nach oben zu kommen. Und glücklicherweise hast du mich gefunden. Ich glaube, Parashore wird davon gar nicht begeistert sein, wenn er davon erfährt. Glaube ich auch, Bruder. Vielleicht kann ich dir helfen. Du könntest mir nur helfen, wenn du mir das wieder beschaffst, was die Banditen mir gestohlen haben. Erst dann kann ich mich wieder im Kloster sehen lassen. Mach dir mal keine Sorgen. Ich bring dir deinen Kram zurück. Aber erstmal musst du mir verraten, wohin diese Banditen verschwunden sind. Sie sind in Richtung Wald gegenüber der Straße gegangen. Dort müssen sie sich versteckt haben. Aha, verstehe. Ich bring dich jetzt aber erstmal zum Wachturm, damit du dich ausruhen kannst. Um den Rest werde ich mich kümmern. Okay. Folge mir. Alles klar, ich folge dir. Alter, was eine Stimme, ey. So. Danke dir. Sprich am besten mit den Wachen über die Banditen. Mhm. Bleibe hier und ruhe dich aus. Die kochen wir durch die Zelle schon bei. So, Jungs. Erzählt mal. Im Wald verstecken sich Banditen. Diese haben ein Mitglied des Klosters ausgeraubt. Also hatte mein Kollege recht. Er hat von einer Gruppe von Leuten gehört, die anscheinend in den Wald gegangen ist. Ich denke, sie befinden sich beim zerstörten Haus. Ich brauche deswegen deine Hilfe. Gut. Ich folge dir. Ja. Kommst du auch mit, Bruder? Du. Nee? Okay. Wäre auch zu schön gewesen. Wo ist denn das zerstörte Haus? Da drüben? Oh, yo, da sind echt noch ein paar Jungs. Krass. Okay, Leute, aber darum können wir zum nächsten Part. Vielen Dank dafür. So fürs Zugucken und haut rein. Hey, wo ist denn der Junge hin? Ich folge dir. Und dann bleibt er einfach da stehen. Ist dein Ernst, Bruder? Wird nicht geredet. Beweg deinen Arsch, Mann. Folge mir. Geh vor. Ja. Arschloch. Okay, tschüss.